Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren jetzt spontan zum Engelsblick. Ich weiß nicht, ob das irgendwem was sagt. Ich kann es auf jeden Fall vorher nicht. Ich habe das jetzt durch Zufall gesehen und habe gedacht, ja, da kann man mal hinfahren, um die Aussicht ein bisschen zu genießen und zu gucken, was es da so Schönes gibt. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, das ist halt einfach nur Wald und sowas, aber wir dachten uns halt, wir fahren da mal hin, ein bisschen spazieren vielleicht. Das Wetter geht halt gerade noch so. Könnte halt jeden Moment anfangen zu regnen, aber ja. Es ist halt nicht so weit von uns weg, deswegen habe ich gedacht, da könnte man eigentlich mal hinfahren. Wir nehmen euch mit, zeigen euch ein bisschen die Aussicht und dann können wir ja mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt, dahin zu fahren oder nicht. Weil es kommt ja auch, glaube ich, drauf an, wo man herkommt, weil wir fahren jetzt, glaube ich, circa eine halbe Stunde. Das geht dann noch. Aber für weiter weg ist das, glaube ich, dann auch so eine Sache, ob es das was ist oder nicht. Ja, ich nehme euch mit. Wir machen euch ein paar Aufnahmen und hoffen, dass es da echt schön aussieht. Wir sind jetzt noch kurz das Auto von Vladivostok, weil er komplett vollgeschissen wurde. Deswegen wollte der das unbedingt jetzt sauber machen. Ich hoffe, man hört mich. Obwohl wir jetzt eigentlich in den Wald fahren. Ich weiß nicht, ob das viel bringt, aber er wollte das so, also soll er sein Auto waschen. Schade, dass man sein Gesicht nicht sieht. Er ist, glaube ich, richtig glücklich gerade. Weil sein Auto vollgeschissen wurde. Guck mal, wie happy er guckt. Kuckuck. So fucking happy. Und hier sehen wir jemanden, der vollkommen beeindruckt ist. Wie soll ich dir denn helfen? Du bist auf den Baum geklettert, um ein Foto zu machen. Ich hab gar nichts gemacht. Wenigstens hast du schöne Ausblick, wenn du runterfällst. Und ich hab's auf Kamera. Oh, das sieht nicht gut aus. Leute, sorry, dass ich zitter, aber mir ist so kalt. Schatz, du fällst ja nicht runter. Kannst du wohl auf den Baum klettern? Hä, siehst du, wie gut du bist? Komm, wir gehen nach Hause, es ist kalt. Was? Es ist kalt, wir gehen, komm. Was machst du? Kletter da runter! Schatz, kletter schnell vom Baum runter, es ist kalt!
Ah, hier sind ja voll viele Bänke und so. Oh, krass. Guck hier. Was für eine Aussicht. Werdet Baumspender, Freunde. Aber ganz ehrlich, wie schön ist das bitte mit dem Regen, wie sich das anhört. Richtig beruhigend, finde ich. Leute, guck mal. Einfach ein Regenbogen. Ist das nicht schön? Hör auf damit! He looks so pretty! Wow! Mann, musst du immer so hetzen? Lass mich doch diesen schönen Regenbogen filmen. Mann, ey. Guck mal, Leute. Ich liebe Regenbogen. Können wir bitte zum Ende oder zum Anfang des Regenbogens fahren für Gold und so? Da ist kein Gold, Schatz. Ich brauch Gold. Oh, guck mal. Der ist direkt hier, Schatz. Machst du Navigation an? Ja, du musst hier runter erstmal. Lass mich so lange filmen, den Regenbogen. Guck mal, wie schön der ist. Guck mal, wie intensive Töne das sind. Wow. Ja, ist okay, ich mach Navi an. Weil kann sonst... nicht hinfallen, weil Regenbogen immer ein Feld ist, Schatz. Ja, das Problem ist auch, bis man da ankommt, ist es, glaube ich, weg. Aber guck mal, das sieht aus, als wäre das direkt hier. Ja, im Feld ist das. Aber ich sehe keinen Goldtopf. Toll. Also, wir waren ja gestern bei diesem Engelsblick. Ich habe leider nicht mehr gefilmt, weil wir gegessen haben und dann uns eigentlich ausgeruht haben. An sich echt schöner Ausblick. Das Wetter hat halt leider nicht so mitgespielt, weil es echt geregnet hat und mega windig war. Aber ansonsten, dafür, dass wir es halt nicht so weit haben, wie gesagt, eine halbe Stunde glaube ich noch nicht mal, sind wir gefahren und war das echt ganz schön. Ich denke mal, da kann man auch richtig gut spazieren gehen, wenn das Wetter schöner ist und der Ausblick. Also ich fand das echt mega. Deswegen würde ich sagen, kann man das auf jeden Fall nochmal machen, um da einfach noch ein paar Bilder zu machen oder so. Und ja,
das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.